Zum Kaltduschen wäre direkt meine Frage. Was würdest du sagen, wie lange sollte man kalt duschen, damit man einen Effekt erzielt? Geht es da Ja. tatsächlich nur um den kurzen Kältereiz, also diesen Kälteschock, wenn man aus dem Warmen kommt ins Kalte? Oder muss man es dann eine gewisse Zeit aushalten? 30 Sekunden, 60 Sekunden? Was ist da so deine Einschätzung? Auch hier ist für mich immer, die Leute sollten das machen, was ihnen möglich ist. Also, wenn für jemanden erstmal nur 10 Sekunden möglich ist, dann ist es ein super Anfang. Einfach, dass man dann, auch hier muss man nicht gleich volle Kanne sozusagen auf eiskalt gehen. Man kann auch hier mit der Temperatur erstmal spielen und dann wirklich das machen, was möglich ist, um sich langsam ranzutasten. Und optimal ist sowas wie 1 Minute oder 2. Na klar. So dass sozusagen, dass man einmal den ganzen Körper, die Dusche, es geht ja immer nur auf einen Punkt, irgendwie partiell. Dann kann man mit den Füßen anfangen, mit den Händen anfangen und dann so langsam die Beine und Arme hochgehen und schließlich zum Schluss dann Brust machen und den Rücken und dann auch nochmal das Gesicht. Und das ist natürlich, das ist super, auch das Gesicht mit Kälte zu behandeln, weil da sind ganz viele Nervenendigungen und das aktiviert tatsächlich den Parasympathikus, also macht uns entspannter. Und die meisten von uns brauchen ja in dieser Zeit ein bisschen mehr Entspannung. Stimmt, gerade am Anfang der Woche, ne, wenn es dann erstmal wieder richtig losgeht. Ja, und so als kleine Motivation für alle, die selbst dieses kleine Training, das trainiert wirklich schon das kardiovaskuläre System, also die Durchblutung der Haut. Weil mit jedem Kältereiz, es können auch gerne Wechselduschen sein, macht sozusagen, wenn es warm ist, sind die Blutgefäße, das kann man so gut sehen, sind offen. Und wenn es kalt ist, gehen sie zusammen und werden ganz klein. Und man kann da dann spielen. Und es ist wirklich ein gutes, ist wie ein, ist ein bisschen wie ein Sport, ein Training für die Workout, ein Blutgefäße, Sportworkout. ne?